Grüß euch, habe ich dir. Da ist der Fons und heute an dem wunderschönen Sommertag haben wir gedacht, heute wird es einmal Zeit für die Rubrik Blondinenwitze. Gewidmet ist das Ganze der Oberblondine und zwar meiner Schwester, der Christel. Und ich habe ein kleines Blondinen-Medley zusammengestellt. Drei etwas kürzere Blondinenwitze, die mir sehr gut gefallen. Und ich fange jetzt mit dem ersten. Und zwar ruft der Blondine bei der Auskunft an und sagt: Hallo, guten Tag. Ich merke gern einen Zeitunterschied zwischen da und New York wissen. Hat der am Apparat gesagt: Ja, Moment. Ach, danke, wiederhören. Das war Nummer eins. Nummer zwei. Eine Blondine ruft bei der Feuerwehr an und sagt: Hallo, grüß Gott, bei mir brennt's, Sie müssen schnell kommen. Und der Feuerwehrkommandant gesagt: Ja, wir kommen dann da hin. Ja, habt ihr die roten Autos nicht? Jetzt gibt mein Lieblingswitz. Das sind nur die Feuerwehr. So, jetzt mein Lieblingswitz. Und zwei hat eine Blondine im Hotel eingecheckt. Ja, und habe gefragt, was am nächsten Tag Frühstück gibt. Hat der gesagt: Ja, von 7 bis um 9. Ja, wunderbar. Perfekt, sie geht auch aufs Zimmer. Am nächsten Tag, leider um 9:30 an der Rezeptionstelefon, ist die Blondine da. Sagt: Das ist eine absolute Frechheit, Sie haben mich da in ein Zimmer gesteckt, wo man nicht mehr rauskommt. Hat der an der Rezeption gesagt: Ja, warum kommen Sie nicht mehr raus? Ja, ich komme nicht raus, ich wollte zum Frühstücken, ich komme nicht raus aus dem Zimmer. Ja, hat er gesagt: Ja, da sind doch Türen in dem Zimmer, gehen Sie halt einfach vor dir raus. Hat sie gesagt: Ja, das sind drei Türen. Ich bin von der ersten Tür rausgegangen, auf eurem Balkon gestanden. Bin ich von der zweiten Tür rausgegangen, war ich im Bar gestanden. Er hat gesagt: Ja, aber da muss doch noch eine Tür sein. Ja, da kann ich nicht rausgehen, da steht eine Schulter drum, ich bitte nicht stören. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch mit dir.